Hallihallo und schön, dass ihr wieder reinschaut zu einer neuen Folge Fallout 4. In der letzten Folge waren wir hier im Vorhagen, hieß das glaube ich, unterwegs, beziehungsweise die letzten Folgen, weil das war schon ganz schön groß und hat uns einiges an Zeit gekostet. Aber wir haben schlussendlich den Kellogg getötet, der meinen Sohn entführt hat. Und der hat uns aber leider nur sagen können, dass mein Sohn noch beim im Institut ist. Und ja, mal schauen. Außerdem hat er gesagt, dass man das Institut nicht findet, sondern das Institut findet einen, aber ich bin da noch anderer Meinung. Ich werde das schon irgendwie auftreiben. Vielleicht zusammen mit Valentine, weil zu dem soll ich jetzt wieder zurückkehren. Und zwar gucken wir erstmal hier fix. Daten. Wiedersehen macht Freude. Sprich mit Nick über deine Erkenntnis. Gut, dann mache ich das dann mal. Aber erstmal wollte ich noch... Heyo! Erstmal wollte ich noch... wegen der Waffe gucken. Wo ist denn das? Ach ja, Kelloggs Pistole, ob ich die modifizieren kann. Weil die macht ziemlich viel Schaden. Bam, 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 bam. Und ja. Dann hatten wir, glaube ich, auch noch, wenn ich mich nicht ganz irre, neue Rüstungsteile gefunden, die ich dann auch noch modifizieren müsste. Mal schauen. Mal sehen, mal sehen. Erstmal transferieren, den gesamten Schrott abladen. So, das haben wir. Nochmal die Waffenwerkbank. Kelloggs Pistole haben wir hier. Können wir das draufschrauben? Das darf ich noch nicht. Waffenfreak 3 und 4 brauche ich da noch. Schwerer Lauf ist da drauf. Komfortgriff ist schon dran. Standardvisier. Reflex. Lololo, machen wir das hier. Reflexvisier drauf. Und dann können wir, was ist das gleich? Kelloggs Pistole ist... Punkt 44, Munition. Haben wir was dafür? Gar nichts haben wir dafür. Okay. Feuerrate ist relativ gering. Tja. Aber wir haben den Munitionstyp, für den Munitionstyp noch keine Waffe. Das heißt, ach hier, guck. Was haben wir hier? 10 mm. Gut, die können wir noch verwerten. So. Und dann... verlassen, ja. War doch noch, ich wollte mal noch gucken. Ich kann da... ich habe ja in meinem Inventar noch Mods. Ach so. Ja. Gesamten Schrottlagern. So. Die wiegen ja auch alle was. Das sind ja die, die ich abgebaut habe, ne? Standardverschluss, Standardvisier. Das ist ja das, was ich hier abgebaut habe. Die sind was wert. Und die wiegen aber auch einiges. Jeweils 0,5. Und das ist ganz schön viel hier. Ich habe nämlich gedacht, das sind die Mods, die ich auf den Waffen drauf habe. Aber die sind ja an den Waffen dran und deswegen wiegen ja die Waffen mehr. Das sind ja Mods, die wir abgebaut haben. Ist mir jetzt so mal eingefallen nebenbei. Deswegen Rüstungsmeister Rang 2 brauchen wir das für abgedunkelt. Okay. Brauchen wir das. Mit Taschen. Asbest gefüttert. Ne, ich denke mal, ich baue Taschen. Was hatte ich denn hier eigentlich auf der Brust? Ne, das war Harnisch jetzt, ne? Harnisch hatte ich das. Bloß abgedunkelt. Kann ich ersetzen. Kampfrüstung, linkes Bein habe ich das. Hab ich auch einfach nur Metallrüstung. Ich auch modifizieren. Das. Taschen. Und dann haben wir hier noch Kampfrüstung linker Arm, da habe ich das hier. Gut.
dritte Auge. Dann machen wir das. Schläger, versteift. Taschen, so. Bam. Gehen wir jetzt... Was habe ich jetzt hier? Kampfrüstung. Linker... Ach, ich habe jetzt zweimal den linken Arm. Badim. Na egal, gehen wir das mal irgendjemanden daher so rum. Trottet noch das Zeug. Erstmal lege ich das an. Inventar. Leitung. Metallrüstung 17, aber das bringt mir mehr auf das unten. Gut, Rüstung bringt es genauso viel, weil ich nicht so einen guten Mod anbringen kann wahrscheinlich. Verstärkt, verstärkt. So. Wo seid ihr, meine Lieben? Hier irgendwo jemand? Hier, du. Du bist an diesen Ort hier gebunden, Kind. Ja, ich weiß schon. Energie. Ich höre auf damit. Ich habe hier gelebt. Blablabla. Ich habe hier früher einmal gelebt. Was kann man denn mit der noch reden? Mit der habe ich noch gar nicht gequatscht. Aber die ferne Vergangenheit ist für dich gar nicht so fern. Ich habe dich aus diesem Kühlschrank steigen sehen. Die Welt erscheint dir wie ein Albtraum, aus dem du nicht erwachen kannst, nicht wahr? Das dritte Auge kann dir helfen, Kind. Es kennt immer die Antwort. Du musst mir nur etwas Jet bringen, damit ich sehen kann, was es dir sagen will. Tja, Schluss mit Gems. Vielleicht später. Ach hier, ja. Ich brauche das Jet eh nicht. Schon welches. Gönn's dir ab und zu wohl selbst mal einen Kick, was? Ah, das wird reichen. Oh, Mist. Und jetzt Piper hat das nicht gefallen. Führt mich mein Rausch dorthin, wo das dritte Auge mich braucht. Du gehst in ein Meer. Aber was dir Angst macht, ist kein Wasser. Es ist etwas Unsichtbares, aber Strahlendes. Es verbrennt alles, was es betritt, aber nein, ich spüre sie. Da sind Menschen, die etwas rufen, singen. Sie können dir den Weg weisen, aber... Sie sind so schwer zu deuten. Sei in ihrer Nähe vorsichtig, Kind. Puh, wow. Das war anstrengender als sonst. Puh, wow. Ich muss mich jetzt rausruhen, Kind. Hat sich voll abgeschossen. Ich will ein paar Sachen mit dir tauschen. Yo, Siedler. Oh, das ist ein neuer. Den kennen wir noch gar nicht. Na klar doch. Na klar doch, sagt sie. Danke für die Kronkorken. Und du kriegst dafür ein bisschen Rüstung. Zwar das. 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 Kannst du das ausrüsten? Nee. Lass uns ein paar Sachen tauschen. Klar. Falsche Taste erwischt. Das hat sie gehabt. Das, das, das und dann legst du das auch bitte wieder an. T ausrüsten, ausrüsten, ausrüsten. Ach nee, den nicht. Die Waffe sollst du nehmen. Irgendwas für eine Waffe hatte die denn? Ach ja, Impro-Pistole oder was? Ja, die hier. Ausrüsten, so. Schön. Ich muss dich um einen Gefallen bitten, Kind. Gern geschehen. Ich weiß, das ist albern. So. Und jetzt reise ich mal schnell zu der Verkaufstante hier und leg mal die ganzen Waffenmods und so ab. Tudum, tum, tudum, tum. Was ich immer noch nicht so richtig verstanden habe, ist, was für eine... Was? Also man kann ja angeblich Kleidung unter... Wolfgang verrottet in der, Rüstung. Und ich tragen. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot. Das ist jeden. Aber ich weiß nicht, was für welche. Also bei welchen das funktioniert, sozusagen. Hier, das kannst du nehmen. Und die Mods alle, bitte, 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 bitte,
Annehmen. Handel bestätigen. So, jetzt müsste ich wieder ein bisschen... Was sagt mein Inventar? 172. Das wird trotzdem immer mehr. Hey. Was gibt's denn? Handeln. Du kannst mal noch die Impulsgranaten, die brauche ich gerade noch nicht. Kronkorkenmine brauche ich auch erst für starke Gegner. Splittermine auch, wenn ich eine Falle aufbauen will, erst gut. Zu tun. Dann Waffen. Kellogg's Pistole als Favorit. Und zwar... Tja. Dahin. Und dann esse ich noch einen Happen. Ich könnte auch noch einen Radix nehmen. Mal einfach, weil ich es kann. Ne, Red Wave nehme ich. Und dann ein bisschen... Bisschen Maulwurfshappen, Maulwurfsrattenfleisch, das hier. Nee, das bringt mir Red. Ach, verdammt nochmal. Daher bringt kein Red. So, hier. So, dann geht's jetzt auf zu Valentine. Wo ist er? Hier. Ach, Diamond City. Und dann zu Valentine. Oh, ein Roboterkoch. Ob das schmeckt, was der kocht? Ja? Diamond City Sicherheit. Wir müssen ja hinten rumrennen. Hintenrum geht's zum... Leute, die mir helfen, auf Sendung zu bleiben. Geh mal aus dem Weg. Hier rein, in der Detektei. Und mit Valentine quatschen. Mal schauen, ob er ein paar Informationen für mich hat noch. Hallo, hallo. Hey, Valentine. Wo ist dein Sohn? Was ist passiert? Ich kam zu spät. Ich hab's nicht rechtzeitig geschafft. Kellogg hat für das Institut gearbeitet und er hat ihnen Sean überlassen. Das Institut? Ach du Scheiße. Es tut mir leid. Die war doch dabei. Wirklich. Das macht die Sache... um einiges komplizierter. Er hat recht. Scheiße, Nick ist ein Zünd und nicht mal er weiß, wie man da reinkommt. Kein Zünd weiß das. Alle Erinnerungen daran werden von den Sicherheitsprotokollen gelöscht. Hm, es muss eine Möglichkeit geben. Ich muss dort irgendwie reinkommen. Ich bin jetzt seit über einem Jahr an diesen Typen dran. Die sind die Geißel des Commonwealth. Von allen gefürchtet und gehasst. Da ist was dran. Manchmal kidnappen sie Leute mitten in der Nacht. Was macht das mit den Augen und manchmal jetzt? Lassen sie alte Zünds zurück, um uns an sie zu erinnern. Aber bis zum heutigen Tag ist eines völlig unklar. Wo das Institut liegt und wie man reinkommt. Genau, aber es gibt einen, der es wissen muss, oder nicht? Der Kerl, der ihn Sean übergeben hat. Kellogg. Hm. Der ist tot? Er hatte Zugang. Was ist mit ihm? Er musste einen Weg rein und raus kennen, aber kann es sein, dass er inzwischen nicht mehr zu sprechen ist? Nee. Ja. Er ist tot. Er ist tot, Nick. Einem Mörder und Kidnapper wird also von rachsüchtigen Eltern das Hirn rausgepustet. Wäre echt ein prima Ende, wenn wir nicht noch das größte Rätsel des Commonwealths lösen müssten. Was jetzt? Und? Was jetzt? Das Hirn rausgepustet. Hm. Das Hirn. Vielleicht brauchen wir ihn ja auch gar nicht. Du sprichst in Rätseln, Nick. Stimmt was nicht mit deinem Subroutin? Hör zu, in Good Neighbor gibt es die Höhle der Erinnerungen. Dort kann man Erinnerungen nacherleben, so real wie an dem Tag, an dem sie entstanden sind. Wenn einer ein totes Hirn zum Singen bringen kann, dann Dr. Amari, die Meisterin der Erinnerungen. Dr. Amari. Ich hoffe, du hast recht, Nick. Mal sehen. Ich schätze, wir brauchen ein Stück von Kelloggs Gehirn. Genügend graue Zellen, die wir Amari geben können, um rauszukriegen, ob's funktioniert. Herrgott, Nick ist ja ekelhaft. Im Ernst? Ja, klingt gruselig. Aber uns bleibt keine Wahl. Wir haben keinen Anhaltspunkt. Nichts. Im Hirn dieses alten Söldners schlummert vielleicht alles, was wir brauchen. Tja, ich hab schon etwas. Was, woher denn? Also, ich glaube, ich hab da schon was. Das Ding hier. Hat der Kellogg an seinem Kopf. Kybernetik, hä? Huh? Ach so. Könnte ein Sechser im Lotto sein. Ob wir diesen Hirntrip nun machen oder nicht, wir können nicht alle zusammen quer durchs Commonwealth spazieren. Also, wer begleitet dich? Ich muss sowieso zur Höhle der Erinnerungen, wenn ich dich Amari vorstellen soll. Wenn wir zusammenreisen sollen, sag einfach Bescheid.
Naja, ich glaube, ich gehe mit Piper. Ich reise mit Piper. Wir treffen uns dort, Nick. Klingt gut. Passt auf euch auf. Keine Sorge. Wir holen den Jungen da raus. Bald Ding. Haben wir es geschafft. Goodie. Wenn du das sagst. Gefährliche Gedanken. Sprich mit Dr. Amani. So. Was machen wir jetzt? Jetzt machen wir mal irgendwas. Irgendwas Spannendes. Nach dem vielen Gerede möchte ich jetzt... Möchte ich jetzt die Quest... Silver Shroud, sprich mit Kent Knolly. Folge dem Freedom Trail. Vom Feld, Quartiermeister. Suche nach dem Erkundungsteam, sonstiges. Besorgte die neueste Ausgabe der Public Occurrence. Sieht er die Fallakten an. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Trifft die Minutemen nahe der Burg. Machen wir das. Huch. Treffen wir mal die Minutemen nahe der Burg. Das ist ja na gut. Okay, wir müssen schon noch ein ganz Stück laufen, aber... Obwohl das hier viel näher ist. Egal. Ich habe irgendwie Bock, mit denen jetzt was einzunehmen. Wieder eine Siedlung, so. Da habe ich gerade Lust drauf. Also geht's los. Los, lade schneller. Ich will nicht, dass es lädt. Du machst wohl Witze. Was hast du denn gesehen? Wo sind sie hin? Führungsspot. Hey, wer hat dir erlaubt, dich zu verstecken? Dort oben ist einer. Wo ist denn jetzt hin? Funktioniert. Was ist denn hier los? Ah, komm. Oh, was kommt denn hier? Supermutant von der Seite noch. Scheiße! Komm schon. Ich glaube, ich nehme mal ein kleines bisschen ein Stimpack ein oder auch zwei. Oh, ich muss nachladen. Na gut. Dafür brauche ich aber keinen Sniperschuss mehr. Grundkurken, Kaliber 50. Präzisionsschützen, Scharfschützen. Kaliber 5. Was hat denn meins? Kaliber 50. Haben wir da schon was mit Kaliber 50? Nö. Wie viel macht denn aber meins? Scharfschützen? Ne, meine Kampfflinte hier macht 75. Das macht 55. Tja, müssen wir mal gucken. Wenn wir das gemoddet haben. Wo ist denn hier noch einer? Ist das? Patrone? In den Rücken! So, wo ist dem seine Leiche jetzt? Weg oder was? Combat Zone. Oben war noch eine tot. Teilrüstung. Langweiliges Zeug dabei. Hier. Drohne und auch nur Crap. Wo müssen wir denn jetzt lang so richtig hier? Ich sollte vielleicht mal die andere Quest deaktivieren. Damit ich hier auch einen richtigen Weg finde.
können wir schon hier lang gehen. Gehen wir hier ein bisschen durch die Gassen. Frage ist, ob das besser ist, durch die Gassen zu gehen oder besser ist, auf den großen Straßen entlang zu gehen. Gunner Recruit. Ins Gesicht. Oh shit. Nee, nee, ich will hier wieder rein in den Gang, danke. Da ist einer. Bang! Du hast einen Fehler gemacht. Oh, Alter, die mit ihren Granaten. Fuck. Ist das euer Ernst? PCF? Wieso treffe ich den denn nicht? Der hält ganz schön viel aus, der Typ. Der Mr. Gatzi. 40 EP bringt er aber nur. Nicht gerade viel. Oh, da ist noch einer. Hab dich? Nee, doch nicht. Musst du da nicht drauf gehen jetzt? Jetzt hab ich da noch einen. Fusionszelle, blablabla. Oh nein, ach verdammt nochmal. Jetzt habe ich da wieder nicht drauf geachtet. Okay, hier ist es echt hart. Hier wird es wahrscheinlich langsam echt gefährlich. Vielleicht sollte ich doch noch ein paar Quests machen, die da weiter oben sind. Jetzt bin ich quasi gerade wieder herausgekommen. Jetzt habe ich den ganzen Mist wieder umsonst. Was? Miau! Wo? Wo eine Katze auf dem Dach? Miau, miau! Ich will zu der Katze. Kein Schädel aus der Liga kann einem Schlagholz widerstehen. Der Doktor sagt, ich darf kein Schnaps mehr trinken. Katze! Ich brauche den Doktor. Miau! Wagt euch nicht unbewaffnet vor die Mauer. Hier gibt's das Beste für den Selbstschutz. Was ist denn das hier oben eigentlich? Arturos Haus. Gibt dem Sheriff eine Nuka-Cola. Das Zentrum des Handels in ganz Diamond City. Das sind wir. Ach nee, Sheffield. Sheffield. Nuka-Cola. Hier, bitte. Ja, bitte. Das ist aber nett von dir. Oh, danke! Danke! Yes! Ja, der arme Mensch hatte es wirklich nötig. EP! Yeah! So. Supersalon bekommst du endlich Ich muss noch was erledigen. Daten. Dann machen wir was anderes. Reinigung des Commonwealths, verschollene Patrouille. Machen wir doch das erstmal noch. Müssen wir dafür hin? Ah ne, erstmal das hier oben noch ausschalten. So. Da mussten wir ja rüber irgendwo. Und wir mussten da aber auch noch irgendwo hin für Quartiermeister, oder? Richtig. Können wir das gleich mitmachen. Gehen wir hier hin und rennen da entlang. Ganz schnell. Und machen die zwei Quests als nächstes erstmal. Weil dort unten in der Ecke scheint es noch ein bisschen heavy zu sein. Oder vielleicht habe ich einfach gerade die falsche Stelle erwischt, keine Ahnung. Aber das war gerade ziemlich krass, wie die mich gehauen haben. Was macht denn der da? Hatte ich die nicht schon mal getötet dort? Ihr seid echt viele, nicht wahr? Also noch. Bing! Molotow-Cocktailer dabei. Holla, cool. Hau bloß ab. So. Die sind wahrscheinlich einfach nur respawned. Hier geht's lang. Dum, 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 dum. Tue ich mal schnell hier lang flitzen. Ist natürlich
ich meine Action Points aufgebraucht. Und was ist denn da gerade? Ist da gerade ein Auto von der Brücke gefallen? Habe ich das richtig gesehen? Das wäre ja sehr verrückt. Oh ja, hier liegt ein Auto. Sieht sogar noch ziemlich intakt aus. Kann man damit nicht fahren? Hallo? Ist ja noch cool, wenn man den Autos noch fahren könnte. Nee, kann man auch leider nicht. Na gut. Hier über die Brücke oder was auch immer das ist. Staudamm. Irgendwas macht hier komische Geräusche. Oh, hallo Piper, wo kommst du plötzlich her? Pfah. Plötzlich steht sie vor mir. Was ist das? Knopf. Kann man da, oh, da kann man nach oben fahren. Ja, beziehungsweise nach unten. Kommt es dann erstmal. Dann kann man hochfahren. Cool. Aber das will ich gerade nicht. Ich möchte jetzt darüber. Aber die Folge ist vorbei. Deswegen legen wir den Rest des Weges in der nächsten Folge zurück. Und machen dann noch die eine Quest fertig, bevor wir die Kollegen da finden, den Suchtrupp, die verschollene Patrouille meine ich. Machen erst noch Quartiermeister, dann die verschollene Patrouille und gehen dann zu Paladin Dance zurück. Schön, dass ihr reingeschaut habt und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.